Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Bauer Music. Bauer Music in Heusenstamm bei Offenbach. Bitte wundern Sie sich nicht, dass ich das so betone. Sie sind ja schon da. Aber wir haben noch ganz viele Gäste, die am Fernseher oder am Computer sitzen und den Livestream schauen. Deswegen, ja. Heute mit der Präsentation einer neuen Musikkraftmaschine mit einem genialen neuen Paket an Keyboard-Features und Sounds. Ja, willkommen alle, die heute gekommen sind und den Raum richtig voll machen. Und willkommen auch an alle, die online zusehen. Livestream ist angesagt. Das ist das, wo die Kanzlerin neulich noch sagte, das ist das Internet, das ist alles noch so ziemlich neu für uns alle. Aber wir haben es schon. Okay. So, und das live und in Stereo und in richtig Audioqualität. Wir sind gespannt, wie viel am Ende dann der Zähler mitprotokolliert hat. Auf jeden Fall live dabei. Bei der Gelegenheit, wenn sich jemand vielleicht unwohl fühlt, weil er noch ein Parkticket in Amsterdam offen hat oder in Mailand, es ist ja weltweit Internet, kann sich gegebenenfalls noch zwei, drei Reihen weiter nach hinten setzen. Ansonsten viel Spaß beim Genius Erstauftritt bei Bauer Music in Heusenstamm. Ich habe gesagt Genius. Manche haben vielleicht gehört, das Teil heißt Genos. Und ich habe gerade von Peter Bartmanns gehört, das ist auch richtig. Also Sie können Genus zu dem jungen Kerl sagen. Nicht zu ihm, sondern zu ihm. Oder auch Genius. Genius ist ein bisschen cooler. Ein kleiner Hinweis noch, weil wir ja live sind. Sie haben hoffentlich alle Ihre Handys dabei. Bitte nicht vergessen, die Handys nach der Veranstaltung wieder einzuschalten. Okay? So. 6. Dezember 2017. Nikolaus. 6. Dezember deutet nicht darauf hin, dass das ein Tyros 6 ist, sondern es ist der Genius und der wird Ihnen jetzt präsentiert von dem, der das am allerbesten kann, in Deutschland, in Europa, wer weiß, vielleicht sogar auf der ganzen Welt. Entertainer, Keyboarder par excellence, Musiker mit Haut und Haaren und ein fantastischer Entertainer und Unterhalter. Hier ist Peter Bartmanns. Herzlich willkommen, guten Abend und viel Spaß. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Livestream Applaus. Ja. Okay. Wow, ciao. Okay, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und danke für diese ganz schöne Einführung. Und ich möchte mal anfangen mit was zu spielen von Sting. Das ist ein Titel, der heißt Fragile. Und ich glaube, die Anlage ist jetzt aus. Okay. Entschuldigung, das ist live. Livestream. That's live. That's a song. That's live. Ah, jetzt geht's aber gut. Ja. Und weil wir sitzen hier alle schön zusammen, aber ich glaube, die Welt draußen ist ein bisschen unruhig, sage ich immer im Moment, und ist alles nicht so schön. Und Sting hat ein sehr schönes Song dafür geschrieben. Und die heißt Fragile. Und das ist dann auf Deutsch wieder zerbrechlich. Ne? Also ein bisschen Fragile zum Anfang. Mit einem ganz neuen Klavier, der neue CFX-Sample. Fantastisch. Thank you.
Vielen Dank. Ja, danke schön. Okay. Gut, ja, also Sie haben einen wunderschönen Klaviersound schon gehört und das ist alles. Es gibt ganz, ganz viele neue Sachen und ich versuche in den nächsten Stunde, etwas über eine Stunde, so ganz viele neue Sachen zu zeigen und in ganz verschiedene Stilrichtungen. Und neben das Klavier, was natürlich wunderschön ist, haben wir auch ganz neue Drums, also wir haben ganz neues Schlagzeug für alle Styles. Sie wissen wahrscheinlich, dass wir vor ein paar Jahren diese Audio-Styles da präsentiert haben und die sind natürlich musikalisch, geht nicht besser, weil das ist echt eingespielt worden von echten Schlagzeugern. Aber nicht alle Styles hatten diese Audio-Drums und Yamaha hat gesagt, für Genos oder Genos müssen wir uns was einfallen lassen, was noch besser ist. Und das sind die Revo-Drums. Und die haben diese Lebendigkeit und Dynamik von einem echten Schlagzeuger und aber die Flexibilität, dass das auch MIDI-Daten sind. Also alle Styles haben jetzt Revo-Drums. Und ich sage immer so, weil ich habe seit Juni habe ich etwa so ein Prototype zu Hause. Normal mit Schlagzeug, ne, dann spielt man mit Schlagzeug mit Begleitautomatik. Aber man hat bei den Revo-Drums hat man wirklich den Eindruck, dass jemand hier neben mir sitzt, der Schlagzeug spielt. Das ist eigentlich, so kann man das ein bisschen sagen. Ne? Und da gebe ich erstmal ein Beispiel. Wir gehen mal in so eine so Late-Night-Bar. Ne? So, da wird dann immer so abends so ein bisschen so. Ne? Bisschen so Blues. Und ich spiele jetzt mal mit einem echten Schlagzeuger, weil der macht ganz gute Fills und alles. Und er sitzt jetzt da so. Hallo. Über die Welt. Alles, was ich spiele, ist im Instrument. Es sind einfach Styles. Also ist nicht irgendwie selber programmiert. Ich mache alles, was im Instrument ist. Wenn ich was benutze, was nicht drin ist, dann sage ich das, ne, damit das klar ist. Aber alles ist drin. Es ist eigentlich so schön. Es macht so viel Spaß, dieses Instrument zu spielen. Und ich spiele auch viel mehr, seit ich dieses Instrument zu Hause habe. Und wenn man mehr spielt, bedeutet auch, dass man weniger schlaft. Das ist logisch, ne? Weil mehr spielen ist auch weniger schlafen, aber es ist egal, das macht so viel Spaß. Und diese Drums, also ich bin eigentlich nicht so dafür, dass man Schlagzeug auf Tasten spielt, weil wir haben so gute Styles drin, warum soll man das machen? Aber nur mal zu zeigen, zum Beispiel hier habe ich ein Schlagzeug-Kit und da sind die Toms, also die Tom-Toms sind open, also das heißt, die sind nicht gedämpft oder so. Na? Aber die kann ich jetzt auch dämpfen, also mit Klebeband schnell, Klebeband, Klebeband und dann.
open. Typische 60er jaren rolls on the tom. Also diese rolls sind echte rolls, das ist sehr dynamisch. Und dann haben wir zum Beispiel auch mal sowas, den Sound natürlich von der 60s. There we go. Diese typische 60er Jahre Schlagzeugklang, die haben wir da zum Beispiel dann auch. Okay, oder zum Beispiel Rock. Ich bin aus 1960 und ich habe auch diese ganze Rockzeit alles erlebt. Und da natürlich in Rock ist natürlich Schlagzeug auch sehr wichtig, weil das Schlagzeug muss in Rock auch richtig so drücken. Da muss richtig so. Und. Das drückt jetzt auch. Und ich habe auch gelernt, weil ich bin kein großer Sänger, aber für Rockmusik muss man auch nicht singen können, man muss nur schreien können. Das habe ich dann auch mal so ein bisschen gelernt. Ja, das ist echt so. Aber da kennen Sie doch. Schlagzeug, oder? Ja. Kennen Sie das? Kennen Sie das auch so ein bisschen, diese Musik? Das kennen Sie noch, ja? Das bedeutet auch, dass auch Sie auch schon ein bisschen älter sind. aber oder zum Beispiel, da gab es auch diese. Auch alles. Aber in der gleichen Qualität, meine Damen und Herren, ist alles gemacht. Nicht nur Rock und Pop, aber auch, und das macht es so schön, zum Beispiel gehen wir jetzt nicht auf die Rockbühne, aber in Schwarzwald gehen wir jetzt, ein bisschen südlich hier, ne? Und da gehen wir mal in Stube, oder die sagen in Stüble, sagt man da. Ne? Und da auch haben wir das Schlagzeug neu gemacht. Und nicht nur haben wir das Schlagzeug neu gemacht, die Revo Drums, aber Yamaha hat auch seine Programmierer Auftrag gegeben, auf eine andere Ebene zu programmieren. Auch musikalischer, mehr Freiheit, mehr Dynamik. Ne? Also so ein Stubenwals ist nicht, es ist um-ta-ta. Und das hört man auch schon mal im Intro da. Thank you.
auch da haben wir gesagt, okay, das muss alles einfach sehr mehr musikalisch sein. Und das ist es eigentlich. Es ist alles musikalischer geworden, es ist alles auch dynamischer geworden. Anderes Beispiel. Nehmen wir mal eine Ukulele? Denkt man doch, Ukulele, ja, Ukulele. Okay. Aber wir haben hier ein Danceband. Das erinnert mich so an die Zeit, dass meine Eltern sind damals noch ins Tanzcafé gegangen. Die gibt es kaum noch, Tanzcafés. Die gab es damals. Ne? Und da gab es dann so eine kleine Band, die aber... Aber hören Sie einfach mal nur, zum Beispiel nur, wie diese Ukulele spielt. So echt... geht nicht. Ne? Und dann haben die dann so ein Band gespielt, so Happy Days und so. Es ist alles sehr, sehr authentisch. Danke, danke schön. Ja, ja, ja. Also man merkt schon, die Musikalität, diese ganze, worum es geht, die Klänge, es ist wirklich alles auf eine andere Ebene. Natürlich auch ganz viele tolle neue Klangfarben, na, weil wir haben so viele neue Klangfarben. Ich kann die nicht alle zeigen, aber erstmal gehen wir mal hier Richtung, sagen wir mal, Trompete. Und wir haben eine neue, die heißt, das ist ein Flügelhorn. Das ist ein sehr weicher Trompetensound, weil die Rohre von einem Flügelhorn ist ein bisschen breiter. Und das gibt einen sehr warmen Trompetensound. Alle Super Articulation 2 Sounds haben jetzt drei verschiedene Schalter. Das heißt, wir haben drei verschiedene Articulations für diesen Sounds. Na, so habe ich hier Tremolo, aber auch hier so ein Voll. Alles kann man machen jetzt. Ne? Und das ist natürlich schön, zum Beispiel erstmal für, weil Weihnachten kommt. Ne? Also das ist ein schöner Trompet, okay. Aber auch für so schöne Latin-Sachen zu spielen. Aber achten Sie auch zum Beispiel mal auf, wie heißt das, auf diese Schlagzeug vom Latin. Ja genau, Akvaroy, auch ein sehr berühmter Mann, genau. Das groovt echt. Thank you.
Also auch eine sehr schöne Trompete für sowas zu spielen. Okay, natürlich sind immer noch alle Sounds, alles was Sie hören, das ist seit Jahren schon, seit über 20 Jahren, sind gesampled. Ne? Und gesampled bedeutet, man hat eigentlich den Sound aufgenommen. Heutzutage kann jeder samplen. Ne? Wenn Sie das jetzt hier aufnehmen von mir auf Ihre Telefon oder so oder iPad, dann eigentlich haben Sie das gesampled, weil das ist eine Digitalaufnahme. Also das Prinzip von Sampling ist nicht so schwer. Man nimmt das auf und dann kann man es wieder abspielen, wenn man die Taste drückt. Aber wie sample ich einen Sound? Das ist der Kunst. Wie gehe ich da dran? Wo sind meine Mikrofone? Machen wir das Stereo? Machen wir das mit Raum? Machen wir das ohne Raum? Und das ist so schön, dass man bei diesen Genos, bei vielen Klängen, kann man eigentlich das noch selber ein bisschen beeinflussen. Man kann noch ein bisschen seinen Klang da selber machen. Und das gebe ich jetzt hier mal ein Beispiel. Ich nehme hier zum Beispiel mal ein Fender Rhodes. Das ist so ein typischer E-Piano. Die mache ich jetzt mal ein bisschen lauter. Okay, die habe ich ein bisschen leise hier noch. Okay. Na, okay, warum nicht? Ein Stereo-Sample und Sie müssen sich vorstellen, wenn man das gesampelt hat, sind die Mikrofone, wenn das Instrument, Sie sind so ein bisschen hier. Ja? Wenn man natürlich die Mikrofone näher zum Mechanik bringt, dann hört man auch mehr von der Mechanik. Ja? Das ist also auch, wie machen wir das? Aber jetzt kann man das noch nachher beeinflussen. Ich habe hier zum Beispiel den Sound, nochmal der gleiche. Wenn ich sage, ich möchte mehr von der Mechanik hören, drehe ich einfach hier und da kommt mehr Mechanik. Dann bringe ich eigentlich die Mikrofone näher zur Mechanik. Und zum Schluss habe ich nur noch die Mechanik. So ist es ein bisschen mehr dirty. Dass man ein bisschen smooth haben will für Ballade. Das kann man immer direkt alles beeinflussen, auch während des Spiels. Das ist das Schöne von all diesen neuen Controller hier. Also ich habe hier 9 Schieberegler und ich habe hier 6 Drehregler. Und Controller bedeutet, dass man sich auch sicherer fühlt während dem Spielen, weil man kann immer direkt eingreifen, wenn mal was ist. Ne? Okay, ich habe jetzt also diese Fender Rhodes, da nehme ich noch einen kleinen DX7-Sound dazu. Diese 70er Jahre Rhodes-Sound und dann hören wir gleich auch noch einen neuen Sound und das ist der neue Alto-Saxophon, neue Alto. Also wir hatten schon natürlich diese wunderschöne Smooth Tenor und so und wir hatten auch alle Sopranos, aber jetzt auch ein sehr schönes Alto. Also ein klein bisschen David Foster, Chaka Khan, ein klein bisschen Through the Fire. Okay. Thank you.
ein sehr, sehr expressiver Klang. Danke, danke schön. Ja, okay. Okay, also das war mal so ein paar mit Trompete und die neue Saxophon. Jetzt gehen wir Richtung Country. Das ist sehr schwer, aber das ist auch sowas, ne? Dass eine sage Country. Aber wir gehen, und wenn man an Country-Musik denkt, dann denkt man an Gitarren. Wir haben 35 Gitarrensounds, akustische Gitarrensounds im Genus jetzt. 35, auch viele neue. Hier sehen Sie zum Beispiel Stilakustik mit Finger gespielt. Oder hier so mit ein bisschen so. Gleiche Gitarre, aber jetzt gespielt mit einem Plektrum, also mit einem Pick heißt es dann auf Englisch. Habe ich auch ein bisschen Effekt drauf. Und hier habe ich auch ein bisschen Dobro-Gitarre, die macht so für Country-Sound, also. Man kann natürlich selber seine eigene Gitarrensound kreieren, weil ich habe hier die drei Sounds und durch zu mischen kriegt man einen eigenen Sound. Und natürlich bei Country ist auch sehr wichtig eine Pedal-Stil, so ein Pedal-Stil. Und jetzt kommt's hier, das ist sehr wichtig. Wir haben einen Joystick und früher hatten wir so diese zwei Räder, links Pitch Bend, rechts Modulation. Aber man kann die nicht gleichzeitig bedienen, das kann eigentlich keiner, das ist kaum möglich. Ne? Aber hier geht das einfach, weil links, rechts ist Pitch Bend und nach vorne und zurück ist Modulation. Aber wir haben dann richtig einen sehr, sehr schönen, sehr schöne neue Pedal-Stil. Also richtig ein sehr, sehr schöner Pedal-Stil und natürlich auch perfekt zu kontrollieren mit der neuen Joystick. Okay, zum Beispiel auch über nochmal Schlagzeug, zum Beispiel für Country Grooves hier. So richtig auch mit Perkussion und alles vom Feinsten. Ne? Okay, dann kann man natürlich sagen, okay, dann nehme ich mal hier nochmal ein anderes. Nehme ich zum Beispiel mal so ein Mega-Voice noch dazu. Und ein Multipad und pass auf, da kann man richtig hier so ein bisschen groovy Sachen machen. Yeah. Was eigentlich noch fehlt, ist eine Sängerin. Und das Ding kann noch nicht singen natürlich, das ist einfach so. Aber man kann heutzutage
kann man auch viel so Gesang finden im Internet. Und das Gesang, was Sie jetzt hören, was jetzt kommt, ist nicht im Genos drin. Das habe ich vom Internet, das ist ein Audio-File. Und der Audio-File kann ich hier starten. We were both young when I first saw you. Als ob ich das von meinem Telefon abspiele oder von irgendwas. So kann ich das auch hier abspielen. Aber ich will zeigen, dass der Genos auch ein Band sein kann. Ja? Und das Schöne ist, diese Sängerin, und das hört man auch, ist auch sehr hübsch. Unglaublich, oh, die ist so hübsch, ich kann kaum mehr spielen. Deswegen habe ich die einfach mal gesampelt. Weil wenn die hier dabei ist, kann ich nicht mehr spielen. Ja, also, aber man hört, ich will Ihnen zeigen, dass man den Band machen kann. Also ich fange schon mal an, sagen wir mal so hier, mit der Band. Also Jungs, okay, 3-4, was ist wichtig, 3-4, ne? Das ist Country. Ja, ich hab das übrigens gelernt von einem Freund von mir, der war immer in so einem Country-Band. Der hat mich viel gelernt darüber. Ich habe gesagt, du spielst doch Country-Band. Er sagt, nein, nein, heutzutage spielen wir alles. Ich sage, oh, was, das ist schön. Was spielt ihr dann? Ja, sagt er, Country und Western. Ich sage, oh, das ist so. Ah, das ist der beste Joke von heute, aber egal. Okay, guys, are you ready? 3-4. Ein guter Band, und das ist der Genos. Der Genos ist ein fantastische Band und da ist auch als Band wirklich gedacht, ne? Weil nicht immer so ganz blub blub und fringel frangel, aber richtig basic. Also eigentlich ist alles mehr original programmiert als vorher. So kann man es auch zum Beispiel noch sagen. Okay, jetzt gehen wir zu den 80er Jahren. Wir gehen noch viele Richtungen. Jetzt 80er Jahre. Das war für mich die Zeit, weil erstens war ich in 1980 war ich 20. Und damals war in 1980 alles Elektronik. Synthesizers, Drumcomputers. Die haben gesagt, oh, wir brauchen kein Original. Alles war irgendwie mit Elektronik. Ne? Und das war eine schöne Zeit. Und es gab auch diese typischen Sounds von den 80er Jahren. Ne? Zum Beispiel sowas. Ne? Kennen Sie das noch? Das war doch Tears for Fears, Shout. Ne? Diese Sounds haben wir alle hier. Oder zum Beispiel in Deutschland haben wir auch mitgemacht. Und das ist so schön, ich habe hier Intro 3. Und Intro 3 spielt das ganze Intro von dieses Lied. Intro 2 spielt als Rock-Intro. Also das ist alles drin, das ist alles mit den Styles. Und wir hatten auch aus Holland einen bekannten Hit, das war damals Venus. Na, ja, genau. Ja, und das war schön.
Na, und das war auch Mariska Veres. Und die hat, das hat so einen typischen Sound auch gehabt. Ne? Gut, Version. Das waren die 80er Jahre. Das war auch eigentlich eine schöne Zeit. Ja? Aber jetzt ist das natürlich alles viel geändert. Ne? Heutzutage ist auch viel DJ und Dance. Das ist heutzutage. Das kann man auch hier mitmachen. Wunderbar sogar. Ne? Wir haben zum Beispiel, ich habe hier einen Style. Wir haben DJ-Styles. Ja, wir haben, glaube ich, 10 Stück von diesen DJ-Styles. Und ein DJ-Style, da kann man richtig so als DJ weggehen. Das ist fantastisch, ja. Und da kann man natürlich auch hier alles machen, weil ich habe auch all diese Regler. Ne? Und fangen wir hier mal an. Ich habe hier so ein bisschen so eingestellt. Wenn alles stimmt, dann fängt das so ein bisschen an mit so einem Bass hier so. Das ist alles, was ein DJ macht. So, macht. Und dann macht er mal so. Zo weiter, die ganze Abend, tung, 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 das ist schön. Ja, nee, Moment, aber irgendwann, meine Damen und Herren, dann müssen die Leute ausflippen, ne? Weil die haben da was getrunken und was gegessen und weiß ich was alles, ne? Und dann irgendwann müssen die ausflippen. Und es gibt hier auch einen Knopf, die heißt ausflippen. Ja, die heißt eigentlich Style Retrigger, aber die kann man umbenennen, habe ich ausflippen gesagt. Und wenn die dann ausflippen müssen, dann müssen sie hier drehen. Pass mal auf, was passiert so. Okay. Ausflippen. Kann man auch mit den Genos. Das ist doch fantastisch. Ja. Das geht auch. Ja, ja. Aber es klingt auch wirklich DJ. Ne? Das ist echt, also, und das wollte ich eigentlich jetzt zeigen. Was sie hier drauf aufspielen, das ist alles in gleicher Qualität. Zum Beispiel, nach dieses DJ, machen wir was Schönes. Hier. Natalie Cole, Nat King Cole. Ne? Also ganz berühmt. Diese When I Fall in Love mit Orchester. Okay. Ganz anders, aber in die gleiche Qualität. Gleiche Qualität. Oder zum Beispiel mal ein bisschen James Last. I mean James Last, der typische Sound. Thank you.
Geht auch, ja, ja. Und jetzt, ja, jetzt kommen wir beim Orgel, beim Orgel. Wir sind natürlich hier, ne? Orgel hat hier eine ganz große Tradition in dieses Musikhaus. Ich weiß noch, früher sind viele Leute aus Holland hierher gefahren, weil das war der Orgel-Mekka von Europa. Und das ist eigentlich immer noch ein bisschen so, wenn Sie da runter schauen, da stehen fantastisch viele wunderschöne Orgel. Und die Orgel ist hier auch richtig gut vertreten im Genos. Vor Genos auf den Markt kam, dann gab es, heutzutage gibt es so Internet, ne, und YouTube und wie heißt das, WhatsApp. Ich bin da auch nicht so fit, aber, ne, aber es gibt das, es gibt übrigens in Holland seit kurzem auch, ganz ehrlich, wir haben das jetzt auch. Wow. Ja, ich habe übrigens über YouTube erfahren, dass wir nicht zu WM gehen. Fantastisch, fantastisch. YouTube, ja. Ja, also in Italien gibt kein YouTube, die wissen das noch nicht, aber egal. Okay, oh, jetzt aber Streaming, oh, sorry, okay, okay, whatever. Aber Orgel ist wichtig. Und, aber dann hat man schon ein paar Mal geschrieben, ja, es gibt kein Organ World mehr, wie in diesen Vorgängermodellen, wie im Tyros. Nein, nein, wir haben richtig Organ World. Aber es gibt nicht mehr diese ganz großen Bilder, es gibt nur kleinere Bilder. Aber die Orgel sind so gut geworden, weil erstens, die Zugregler sind neu und natürlich, meine Damen und Herren, wenn man natürlich einen Orgelsound von Zugregler nimmt, dann sind das hier natürlich die Zugregler. Und dann haben sie hier auch 9 Zugregler, also wie beim Original. Und der Form ist auch wirklich, man hat wirklich die Idee, dass man richtig so diese alte Hammond-Orgel spielt. Also hier habe ich das hier schon mal, ne? Aber alleine mit diesen 4 kann man schon ba 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 spielen, ne? Okay, so funktioniert die Orgel. Und dann natürlich die typische Registrierung. Oh yeah! I got the blues, babe. Yeah. When I woke up this morning, I want to make some music, man. Yeah, 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 yeah. I wanted to play my organ, man. But I didn't have an organ. Oh, what a pity. I don't have an organ. I don't have. Oh, what a pity. So I went to Bauer Music and I bought me a Genos, man. Oh, yeah, I bought me a Genos. I bought me a Genos. Oh, yeah. Also man hat die richtige Hammond-Orgel-Sound. Ne? Das macht richtig Spaß. Und natürlich auch sehr, sehr gute Styles dazu. Oh, let's rock it now. A one, a two, a one, two, three. Dankeschön. Okay. Und das ist wichtig.
wenn man jetzt einen Teil nimmt, wo auch eine Orgel mitspielt, dann ist es wie beim Schlagzeuger vorher. Es ist nicht so, dass da so ein Orgelsound als ein Pad so darunter liegt. Nein, der spielt richtig mit. Können Sie das mal zeigen? Ja, gerne. Ja, wenn Sie nicht fragen, dann mache ich selber. Also, egal. Also ich mache jetzt schöne alte Brady Tenor Sax und achten Sie mal auf, wie der Orgel im Style spielt. Ne? Der spielt jetzt, der macht richtig so ein bisschen Groove dazu und das macht natürlich sehr, sehr viel Spaß. Aber natürlich haben wir auch diese ganze Euro-Organs hier drin, also die ganze, sagen wir mal, deutsche Orgelhersteller, ne, so. So richtig auch sehr, sehr fein gemacht und sehr, sehr authentisch. Dankeschön. Ja, das ist alles Orgel. Natürlich auch fantastische Kirchenorgel. Wir haben jetzt zum Beispiel im Vergleich, wir haben 28 Effektgeräte im Genus. 28 Effektgeräte. Ne? Also und mit jedes Effektgerät kann man Hall oder Chorus oder Echo oder whatever machen. 28 Stück. Im Vergleich, Taras 5 hatte 11. Ja, also, und dann hat man natürlich auch nicht nur so viel mehr, aber die Qualität hat sich nochmal verbessert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Orgel nehme, so eine Tutti-Orgel, ja, und ich gehe mal hier in mein Display, sehen Sie, hier habe ich das Hallgerät, ich habe 2,6 Sekunden Hallzeit, das mache ich jetzt mal 7,5, dann sind wir in St. Peter in Rom und da muss schon die Qualität gut sein, will das schön klingen, aber das klingt wirklich gut hier. Na, das ist, und ich habe auch Kirchenorgel studiert, ne? Und ich habe dann am Anfang so gespielt. Und da hat der Lehrer schon gesagt, das ist nicht gut, da. Es muss sein. Aber mir alles gelernt und so. Ne? Aber Kirchenorgel macht Spaß. Und hier auch, wie das klingt, ich meine. Thank you.
Kirchenorgel, oder? Ja, das ist doch. Das ist doch eine Kirchenorgel, oder? Ja, ja. Okay, gut. Ich habe natürlich, wenn man 17 Jahre alt ist und man kann ein bisschen Orgel spielen, dann denkt man, dass man der Beste ist. Und ich glaube, das darf man dann auch denken. Aber dann wird man ein bisschen älter und denkt man, oh, ne? Aber so muss das auch sein. Und damals war es auch wichtig, dass man schnell gespielt hat. Und das wollte ich dann heute auch nochmal machen. Aber dann habe ich gesucht, diese Titel für die Orgel damals, das war diese Dizzy Fingers. Habe ich dann auch gespielt, so, oder? Aber die habe ich gesucht und dann auch wieder in YouTube habe ich dann gefunden die Version von Chet Atkins, ein sehr berühmter Gitarrenspieler. Wir haben auch diese wunderschöne Elektroakustikgitarre, seine Sound. Und wir haben auch einen Style dafür. Und Chet Atkins hat es auch gespielt und auf die Video. Und das ist so unfassbar gut, weil sogar das, die Begleitung stimmt dazu. Das ist diese French Jazz. Pass auf. Sehr schöner Sound, ja. Okay, gut. Okay, das war ein bisschen, Gitarre-Sound nochmal und auch diese wunderschöne Orgel-Sounds. Also, wir können auch nach Bayern gehen, das ist gleiche Qualität. Mein Papa, die hatte immer damals hatte alle Schallplatten von Ernst Mosch und Egelander Musikanten. Sehr, sehr musikalisch. Und das ist die Kraft von Genos. Es ist alles in so eine fantastische Qualität und so musikalische Qualität auch. Nicht nur die Klänge. Übrigens Klänge. Wir haben so viele neue Sachen. Zum Beispiel, wir haben eine neue Jazz Cassotto Akkordeon. Also ein richtig neuer, schöner Tango-Sound. Thank you.
Also richtig schöne Akkordeon, ja. Und auch eine neue Musette. Und auch in die Musette haben die gesagt, nicht umtata, umtata, aber umkechacke, chacke, umkechacke, chacke, umkechacke, chacke, umkechacke. Schöne Musette. Ja, danke, danke schön. Ja. Ganz viele neue. Jetzt gebe ich mich Richtung Orchestermusik. Richtung Orchestermusik. Und diese Orchestermusik, ganz viele neue Klänge auch. Zum Beispiel eine super ausgerechnete Oboe. Beispiel. Und wenn man ein ganzes Orchester zusammenstellt, wir haben sogar auch eine Fagotte. Eine Fagotte. Fantastisch. Wer braucht eine Fagotte? Kein Mensch. Aber wir haben den. Ja, doch, die brauchen sie für zum Beispiel. Und wenn, ja, genau. Und wenn man die hat, braucht, das ist wie, ich habe ein Auto, auch ein deutsches Auto, BMW, und ich habe, wenn ich rückwärts fahre, habe ich so pip, 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 aber das ist anscheinend schon altmodisch. Jetzt gibt es Rückfahrtkamera. Wer braucht das? Kein Mensch. Aber wenn man es hat, benutzt man das. Das ist genauso wie die Fagotte. Na, das ist, muss man so sehen. Na, okay. Aber auch zum Beispiel Streicher sind auch so wichtig für Keyboard. Das sind die besten Streicher, die wir je hatten. Sie sehen hier, ich benutze jetzt nur diesen Seattle Worm. Seattle, das ist die Aufnahme vom Seattle String Orchestra. Und das ist so richtig klassisch, so ein bisschen Bach und so. So. Hab den Herrn gesehen. Oder sowas. So echt, das macht nichts Spaß. Aber wir haben auch jetzt Streicher für große Filme. So heutzutage diese große Filmmusik. So Hans Zimmer und so. Also Bach. Hans Zimmer. Eigentlich sind das zwei Orchester, die gegenüber einander sitzen, wenn die das samplen. Und da gibt es einen ganz großen, so richtig großen Concert-Sound. Und das macht so viel Spaß. Dafür haben wir auch Styles. Zum Beispiel hier, Romantic Movie. Das fängt so an, so romantisch, ne? So. Wow. Ah. Alle Styles. Thank you.
Also das ist alles neu. Wir haben so viele neue Sachen. Nochmal so kurz zusammengefasst. Und dann spiele ich noch einen Titel. Und das ist dann auch das Ende von diesem Livestream. Aber für Sie, Sie sind natürlich ein ausgewähltes Publikum, ist es dann nicht das Ende. Weil dann können Sie natürlich noch fragen und machen und tun. Ja, aber das ist dann für Sie als exklusive Gäste hier bei Bauer. Aber ich möchte noch eins spielen. Und vor ich das spiele, ein paar Sachen noch zu sagen. Also, Genos ist wirklich neu. Und ganz neu sind natürlich diese Bedienelemente. Man hat immer direkte Kontrolle. Sie haben wahrscheinlich auch gesehen, dass ich viel damit mache. Wir haben natürlich immer noch die Registrierungen. Immer noch hier einfach die Style Control. Hier immer noch One-Touch-Setting, Multipad Control. Hat sich eigentlich wenig geändert. Natürlich, das meiste macht man jetzt über das Touch-Display. Es gibt hier zum Beispiel nicht mehr diese Klangauswahl, das macht man jetzt alles über einen Knopf, so Klänge, und hier kann ich dann alle Klänge auswählen. Sehen Sie? Also kein Problem. Oder wenn ich Style wähle, dann kann ich hier sofort alle Styles anwählen. Ne? Also das ist dann eigentlich diese Ecke, die dann abgedeckt ist. Wir haben auch 3 1 2 3 USB-Anschlüsse, hier unten ist auch noch eine. Wir haben keine Festplatte mehr, das ist jetzt Flash-ROM, 58 GB. Die Platine, die man braucht für die neuen Sounds, die man so in diese Pakete kaufen kann, ist schon drin. Also die musste man vorher immer noch kaufen. Aber der hat sich auch fast verdoppelt in Speicher. Die ist jetzt nicht 1 Gigabyte, aber 1,8 Gigabyte. Aber egal, ich sage einfach egal. Deswegen, es geht darum, es klingt so viel besser. Und das hat auch zu tun, weil die ganzen Analogbauteile auf eine andere Ebene gebaut worden sind. Also die sind wirklich eine höhere Qualität und das macht auch sehr viel aus in der Soundqualität. Ja? Also richtig ein ganz, ganz tolles Instrument. Man spielt mehr, man schlaft weniger, ich habe es schon gesagt. Aber so what? Es macht so viel Spaß, dieses Instrument zu spielen. Und ich möchte zum Schluss für unsere Gäste im Internet möchte ich dann noch ein wunderschöne, ja auch nochmal so ein, eigentlich so Filmmusik, aber das ist dann von so einer Fernsehserie von Game of Thrones. Und da haben wir auch eine neue Cello. Der Cello ist übrigens auch amazing. Der kann auch Pizzicato spielen über Knopfdruck. Oder Tremolo, aber Tremolo ist schwer, ne? Ist nicht so einfach. Einfach Knopfdruck. Da hat man das schon, ne? Okay, gut. Also Game of Thrones zum Schluss von dieser Livestream-Genos-Präsentation. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und wie gesagt, wir machen noch gleich ein bisschen weiter. Let's just do it. Okay. Auch ein Style, ne? Alles drin.